Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, in der letzten Folge haben wir eine Axt bekommen und wir sollen Kiefern fällen. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt davon eine Kiefer ist. Mein Wissen über Bäume reicht jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so weit. Aber ich denke, dann geht sie nicht kaputt, weil die so groß ist. Hallo. Okay, da ist auf jeden Fall einiges drin. Aber ich denke, hier Felle Kiefern. Oh, hat mir gezeigt, wo genau ich die Bäume fällen soll. Ups. Ich habe die Aufgabe übernommen. Wo denn? Schalte den Quest aktiv. Ja. Bei Quests mit Zielbereich erscheint dann ein kleiner grüner Pfeil rechts unten neben der gelben Kugel für die Schöpferkraft. Okay. Bei Quests mit Zielbereich erscheint dann ein kleiner grüner Pfeil rechts unten neben der gelben Kugel für die Schöpferkraft. Das ist aber jetzt nicht die Schöpferkraft hier, oder? Nee. Hier ist doch eigentlich nur die Schöpferkraft, aber wir haben ja keine Kugel in dem Sinne mit Schöpferkraft. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Wieso habe ich jetzt eigentlich Spitzhacke in der Hand? Nehmen hier mal einfach die ganzen Reste so von unterwegs. Nehmen wir mal mit. Jetzt bin ich, glaube ich, zu hoch, ne? Da oben will ich ja gar nicht hin. So. Ah, Moment. Felle Kiefern für. Der zeigt mir dann quasi an, in welche Richtung ich gehen muss, oder wie? So, dann gehe ich mal weiter. Noch ein bisschen weiter nach rechts oben. Jetzt nur nach oben. Ja, das ist das Haus. Ja, toll. Oben links. Okay, da ist ein Sternchen. Dann würde ich mal sagen, dass wir die machen. Komm, weiter. Und der hier wahrscheinlich. Baum fällt. Okay. Okay, hier ist auch wieder ein Sternchen. Also nehme ich an, dass das. Ja, du bist immer erschöpft, ich weiß. So, weiter geht's. So, ich nehme an, dass das Häkchen heißt, dass wir genug gefällt haben. So, Entschuldigung, ich habe gerade einen mittelschweren Hustenanfall gehabt. So, was ich eigentlich sagen wollte, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir müssen runter. Was ich eigentlich sagen wollte, dass ich hoffe, dass. Oh, lauf ein bisschen schneller. Dass der Wilfried hieß, glaube ich, also der Förster, immer noch hier unten bei dem Ruinen ist. Da, bleib stehen, bleib stehen. Nein. Ich muss näher ran, oder? Ja. Hallo Gameplayerin. Ich habe für dich die Bäume gefällt. Vielen Dank, das war sehr nett von dir. Hier etwas. Bäume fällen macht hungrig. Weidmanns Heil und vielen Dank. Okay, Anerkennung bei Wilfried haben wir hinzugefügt. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier? Starre Pflanzenfasern, Zutat für viele Rezepte, Kornriegel. Ich würde fast sagen, dass wir das Essen so ein bisschen nach unten legen, dass das ein bisschen sortierter ist. Ja, damit haben wir dann die Quest jetzt gemacht. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht können wir noch eine Quest bei dem
bei dem Druiden abholen, der gerade nicht zu Hause ist. War ja wieder klar. Okay, alter Mann, wo bist du denn jetzt schon wieder unterwegs? Bist du bei deinen Hühnern? Nein. Ja, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man das so auf der Karte sehen würde. Ich denke mal, dass wir dafür später von ihm dann vielleicht einen Schlüssel bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe zumindest bisher noch keinen gefunden. Ach ja, das ist wieder... Oh nee, ich wollte eigentlich dieses komische... Naja, gut. Aber den Druiden sehe ich jetzt hier im Umkreis gerade nirgendwo. Hm. Tja, eine gute Frage. Wir haben jetzt auch keinerlei Rezepte. Ne? Achso, das ist eh nur Magie. Moment, Magie will ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich... Da wollte ich gucken. Aber da haben wir, glaube ich, nirgendwo... Nee, da haben wir nirgendwo was. Okay. Hm. Ehrlich gesagt, weiß ich dann jetzt gerade gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe keine... Doch, da ist er, da ist er. Ha, bleib stehen. Bleib stehen. Hallo, schau, ich habe hier etwas für dich. Ich habe mit Wilfried gesprochen. Das ist gut. Konnte er dir weiterhelfen? Ja, ich habe jetzt eine eigene Axt. Gut, dann hast du ja die nächste Hürde zum Überleben hier überwunden. Weiter so. Wilfried hat erwähnt, dass du etwas über die Höhlen hier weißt. In der Tat, ich habe einiges darüber... Ich weiß einiges darüber, aber es ist noch nicht die Zeit, darüber zu reden. Zuerst einmal will ich sicher sein, dass du gut zurechtkommst. Jetzt, wo du eine Axt hast, wäre es gut, wenn du dir eine Werkstatt baust. Ja, 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 ja. Um einfache Gegenstände herstellen zu können. Wilfried hat sicher noch eine Anleitung dafür herumliegen. Wenn du die Werkbank fertig hast, bring sie zu mir, damit ich einen Blick darauf werfen kann. Okay. Lembras Brote sind ganz okay, aber ihr esst sicher auch normale Dinge wie Fleisch, oder? Du meinst, wir töten die Tiere des Waldes und essen ihre Kadaver? Genau. Schön kross gebraten in der Pfanne oder auf dem Grill? Nein, niemand hält seine Tiere zum Schlachten. Und auch die wild lebenden Tiere rührt keiner an. Ich würde dir das ebenfalls raten. Wir haben eine breite Palette von Gemüsesorten und Früchten. Dazu viele Kräuter, Eier und Milch und die Delikatessen aus dem Wald. Im Frühling gibt es zum Beispiel Butterpilze im Wald. Köstlich. Alles, was über Spaghetti oder Steaks hinausgeht, stellt mich in der Küche vor Probleme. Bei Zeiten bringe ich dir für den Anfang ein paar Rezepte bei, aber zuerst einmal brauchst du noch einige Werkzeuge, damit du mit der Aussaat deines eigenen Gemüse anfangen kannst. Westlich von meinem Haus steht ein kleiner Schuppen. Ah, und wenn ich mich richtig erinnere, liegt da in der Truhe an der Wand einige Werkzeuge, die du brauchen kannst. Hier ist der Schlüssel für das Gebäude. Ha, gerade noch von gesprochen. Okay, also sagen wir mal, ich hole mir die Werkzeuge. Was dann? Die Hake brauchst du, um den Boden von Wildwuchs zu befreien. Dabei hackst du immer erst die kleinen Pflanzen. Natürlich, wenn man zwischendurch seine Beete von Wildwuchs reinigen will. Nützlich, nicht natürlich. Die Eimer sind natürlich zum Genießen, falls es lange nicht regnet. Zum Genießen. Oh, ich hab's heute aber auch. Die Eimer sind natürlich zum Gießen, falls es lange nicht regnet. Normalerweise kommen die Pflanzen einige Tage gut ohne Wasser aus. Später bringe ich dir noch bei, wie du beurteilen kannst, wie viel Feuchtigkeit noch im Boden ist. Apropos Boden. Puh, ich merke schon, es gibt viel zu lernen. Es gibt unterschiedliche Bodenarten. Manche sind fruchtbarer als andere oder können mehr Wasser speichern. Hier in unserer Gegend haben wir den gelben Sand oder den dunklen Sandboden. Der Sandboden ist schon einigermaßen geeignet. In den Wäldern und auch bei deiner Hütte gibt es einige Flecken mit Lehm, auf denen sich schon vieles anbauen lässt. Mein Acker neben meinem Haus hat sich mit den Jahren zu Roterde weiterentwickelt. Weiterentwickelt? Das hört sich so an, als würde der Boden leben. Ich dachte immer, der Boden hat ein Bewusstsein, genau wie du. Wie schnell er sich entwickelt, hängt davon ab, was er erlebt. Pflanzen helfen dem Boden dabei. Manche Tiere ebenfalls. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du die Bodensorten hier kennst, denn auf
Fels, Steinen oder Kies wirst du wenig Erfolg haben mit deinen Pflanzungen. Manchmal gibt es auch Spezialisten unter den Pflanzen, die gerade so einen Boden benötigen. Zum Beispiel nehmen wir den Sumpf. Dort wächst wirklich wenig. Seerosen aber fühlen sich dort richtig wohl. Der Fels, der fast unfruchtbar ist, bietet dennoch für viele Flechten und Moose eine hervorragende Grundlage zum Wachsen. Bäume übrigens auch. Also für Moos zumindest. Oft kann man durch Düngen oder Wässern des Bodens auch Pflanzen, die normalerweise nicht gut auf einen Boden wachsen, ermöglichen, dort Früchte zu tragen. Gut, ich verstehe. Was ist nun mit den anderen Werkzeugen? Außer denen, die genannt habe, also die ich genannt habe, soll das wohl heißen, brauchst du nur noch deine Erntewerkzeuge. Die Sichel dient zum Ernten der Bodenbedecker, wie Moose, Gräser oder Kräuter. Der Korb ist zum Ernten von Gemüsepflanzen gedacht und die Leiter natürlich für die Früchte der Bäume. Ob etwas zur Ernte bereit ist, siehst du an der Pflanze selbst. Pflanzen mit reifen Früchten oder blühende Kräuter sind beispielsweise bereit, geerntet zu werden. War's das? Eine Sache noch. Dir ist vielleicht bei dem Besuch deines neuen Zuhauses der Kristall vor der Hütte aufgefallen. Also ist links doch mein Haus. Okay, weil es eigentlich hieß, dass der Typ da wohnt. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Nachts wirst du sehen, dass er ein schwaches Leuchten von sich gibt. Er ist direkt mit deinem Bewusstsein verbunden und bestimmt unter anderem, wie groß der Umkreis ist, in dem du etwas anbauen kannst. Pflanzen, die außerhalb dieses Radius stehen, verdorren, weil dein Licht zu schwach ist, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Krass. Kristall, Bewusstsein, Pflanzenradius? Ich glaube, so langsam werde ich verrückt. Ich weiß, du musst dich an viele neue Gedanken gewöhnen. Aber lass dir Zeit. Momentan ist nur wichtig, dass du lernst, dich selbst zu versorgen. Hier, ich schenke dir ein paar Saatkartoffeln. Damit kannst du anfangen. Am besten, du setzt sie auf den Lehm neben deinem Haus. Komm zu mir zurück und bring mir ein paar Kartoffeln mit. Und denk daran, regelmäßig zu schlafen und zu essen. Die Landarbeit kostet viel Kraft. Ja, das stimmt leider. Aber immerhin haben wir keine Übersteuerung vom Gewicht her, zumindest noch nicht. Hast du vielleicht noch ein paar von den Saatkartoffeln? Wir können einen Tausch machen. Bring mir Nadelholz und ich gebe dir einige weitere Saatkartoffeln. Ach nee, habe ich doch noch drin. Ah, hier habe ich das Holz für dich. Tada! Danke, und hier ist dein Saatgut. Hast du vielleicht noch ein paar von den Saatkartoffeln? Wir können einen Tausch machen. Bring mir Nadelholz, bla bla bla. Ich hab da nur Nadelholz. Wie viel hat der jetzt genommen? Oh Gott, ich glaube, ich hatte 83 oder so, ne? Okay, hat der jetzt ernsthaft immer... Du sollst nicht Hallo sagen, wenn du weggehst. Hallo? ich habe 30 bekommen. Oder hatte ich 63? Das kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht für 30 bekommen habe. Aber er hat mir ja vorher schon welche gegeben. Hat er zumindest behauptet. Oh, was ist das denn? Gemüsesuppe. Ah, sehr schön. Die können wir schon mal direkt nach unten tun. Ja, dann würde ich sagen, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Oh Gott. Baue eine Werkbank. Ach so, genau. Dafür musste ich jetzt zu Winfried gehen. Genau, da gehen wir da mal eben schnell hin. Oh, jetzt habe ich dem so lange zugehört hier und habe total vergessen, wo ich eigentlich hin muss und was ich machen wollte. Nein, der geht doch bestimmt wieder gleich ins Bett. Ah, lauf schneller. Oh nein, komm, den müssen wir noch erwischen, bitte. Ich weiß ja nicht, wann die ins Bett gehen. Ich meine, ich gehe immer gegen 11 ins Bett. Deswegen, da hätte ich noch eine Stunde, aber ich weiß ja nicht. Nein, 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 bleib stehen. Bleib stehen. Nein, ich will mit dir reden. Oh, hallo Gameplayerin. Schon wieder geht ein Tag vorüber. Ich möchte mir eine Werkbank bauen. Kannst du mir dabei helfen? Ich kann dir eine Anleitung geben. Besorge aber zuerst einmal die Rohstoffe. Du brauchst viel Holz für eine Werkbank und auch etwas Kupfererz für die Verbindung. Okay, was heißt viel Holz? 33 habe ich schon. Wenn du alles beisammen hast, komm wieder zu mir. Und wenn du Holz im Wald schlägst, achte darauf, nicht alle Bäume einer Art zu fällen. Sonst kann der Wald nicht nachwachsen. Du kannst auch die Äste am Boden sammeln oder nur die toten Bäume fällen. Ist das alles, was ich für die Werkbank brauche? Nein. Stimmt, ohne Werkzeug nützt dir die... Ach genau, das war das noch. Nützt dir die Werkbank recht wenig. In dem Nebengebäude am Weg zu meiner Hütte? Ich denke, zu seiner Hütte? Steht noch eine Werkzeugkiste. Bring sie ebenfalls zu mir. Ich denke, dann haben wir wirklich alles beisammen.
Meint er jetzt die andere Hütte? Da gucken wir dann gleich auch nochmal nach. Ich habe mit Kian über die Höhlen gesprochen. Und? Was hat er dir erzählt? Nichts. Er schickt mich immer nur hin und her. Meint, ich wäre noch nicht bereit wahrscheinlich. Meistens hat Kian recht mit dem, was er sagt. Ich habe nachgedacht und ich glaube, du wirst in die Höhlen gehen. Ja, meinst du? Ich weiß zumindest, dass es dort wirklich scheußliche Kreaturen gibt und ich denke, es wäre gut, wenn du lernen würdest, dich zur Not zu verteidigen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen alten Säbel in meiner Hütte. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man damit umgeht. Ich? Mit einem Säbel kämpfen? Klar, viel verrückter kann es nicht werden. Du sagst es. Treffen wir uns gegen Abend auf dem Platz vor meiner Hütte. Wir haben schon Abend. Möchtest du gerne etwas tauschen? Ich habe hier noch ein paar Edelsteine, die du vielleicht gebrauchen kannst. Lass mal schauen. Es sind 2 Bernsteine, die ich im Holz eines Baumstumpfes gefunden habe. Und 5 Azurite aus einigen Sandsteinvorkommen. Gib mir 80 Nadelholzstücke dafür. Ach du Scheiße. Ich denke, dann haben wir beide etwas davon. Okay. 80 Nadelhölzer braucht er. Ja, tschüss dann, Winfried, ne? Tschö. Oh Gott. Was jetzt? Hallo? Ach so, wir treffen uns ja am Abend. Ja, stimmt. Hallo, Gameplayerin. Hallo, Winfried. Wollen wir gleich beginnen? Gerne. Gut, dass das Wetter heute mitspielt. Bei Regen hätte ich lieber drinnen am Kamin gesessen. Das kann ich gut verstehen. Also, schau zu. Ich mache dir jetzt ein paar ziemlich effektive Kampfbewegungen vor. Bin sehr gespannt. Hi! Ha! Huh! Das sah wirklich gefährlich aus. Bin etwas aus der Übung. Jetzt bist du dran. Hier, der Säbel. Danke. Muss ich jetzt auch so links, rechts, oben, unten? Oder... Puh, das waren sicher die anstrengendsten Stunden meines Lebens. Ach du Schande. Aber du machst dich gut. Hast viel mehr Schwung beim Zuschlagen als ich. Mir kommt es ein wenig ungelenk vor, ob ich damit auch etwas treffe? Übe einfach regelmäßig. Den Säbel schenke ich dir. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich noch den, mehr konnte ich nicht lesen. Vielen Dank, dann bin ich jetzt eine richtige Abenteuerin. Es hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Ja, es war toll. Danke für das Training. Okay, aber wir sollten ganz, ganz dringend mal schlafen gehen. Genauso wie er es ganz sicher auch jetzt macht. Was soll ich denn mit dem Säbel eigentlich machen? Er meinte ja, wir sollen trainieren, aber kann ich auch den Vogel schnappen? Ups, ich glaube schon. Was ist mit dir? Bleib doch mal stehen, ich will dich doch nur mal eben umbringen. Aber das geht anscheinend nicht, schade. Also, was heißt schade? Gut, ich brauche auf jeden Fall ganz, ganz viel Nadelholz demnächst. So, aber ich muss mich, wie gesagt, auch dringend hinlegen. Ist natürlich jetzt eine blöde Uhrzeit, um mich hinzulegen, aber was soll man machen? Dann wären wir quasi jetzt, hätten wir wieder nur ein paar Stunden und dann ist schon wieder Abend. Ach, das ist doch alles doof. Also von den zeitlichen her ist das... Ach, Birnbaum, okay. Der ist auch zu hart. Kann ich hier irgendetwas schlagen? Ach, der fällt wahrscheinlich wieder ins Wasser, oder? Ich nehme erstmal den hier. Ich hoffe, dass der nicht ins Wasser fällt. Ja, komm. Übrigens, das Gelbe unten rechts, das ist die Anzeige, wo ich mir nicht ganz... Ah, ich wusste es. Wo ich mir nicht ganz sicher war. Man kann die aber auch nicht irgendwie herbeibeamen lassen oder so. Ja, die zucken nur, aber sie kommen nicht. Naja, gut. Ich werde noch ein bisschen weiterarbeiten. Na, komm. Weil ich würde sagen, ich meine, gut, das wäre jetzt natürlich eigentlich besser gewesen, wenn ich die Sache mit dem Schlüssel schon mal gemacht hätte. Weil dann hätte ich da den Platz auf jeden Fall schon mal frei. Aber wir brauchen halt eben... Ist hier noch irgendwo was? Ich sehe hier nichts. Wir brauchen halt eben ganz, ganz viel Kiefernholz. Ich weiß gar nicht mehr, waren es jetzt 80, 85?
irgendwie die Ecke rum. Also wenn ich 90 hole, müsste das auf jeden Fall ausreichen. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Du bist so erschöpft, dass du gar nicht mehr richtig laufen kannst. Ich weiß es ja. Naja, komm, bevor ich jetzt hier was zu essen hole... Och, jetzt komme ich hier wieder nicht an den Tieren vorbei, Mann. Bevor ich jetzt hier was zu essen hole, würde ich sagen, dass ich dann mit sehr erschöpfter Geschwindigkeit... Ich höre immer diese Geräusche und ich weiß nie, was das ist. Ich denke immer, da kommen irgendwelche Monster gleich nachts hier rum auf mich zugestürmt oder so. Ich meine, der eine, der hat es ja auch schon nicht verkraftet, hier zu leben. Ah! Ah, okay. Jetzt, wo ich das gelernt habe, jetzt steht da auch ziemlich gut. Ah, da werden wir uns damit beschäftigen, wenn wir wirklich was anpflanzen. So, dann schauen wir mal. Holz hatte ich keins reingetan. Was war das? Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, den Säbel weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt unbedingt... Also die Samen, würde ich sagen, die lasse ich erstmal hier. Ich weiß aber nicht, den Säbel, also normalerweise würde ich behaupten, dass wir den Säbel erstmal nicht brauchen. Aber ich weiß ja nicht, obwohl er hat ja nur gesagt, wenn wir in die Höhlen gehen, ne? Wir können es aber auf jeden Fall so machen, dass wir erstmal das Essen drin lassen und nur die zwei an Essen mitnehmen. Das sollte dann ja eigentlich so reichen. Ach so, was ich wohl jetzt noch nicht geguckt habe... Er hat mir die Einrichtung noch nicht, den Plan noch nicht gegeben, ne? Dann wollte er mir erst geben, wenn ich die ganzen Sachen habe. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau. Baue eine Werkbank. Ja, das ist klar. Sammle 130 Nadelholzstücke und 40 Kupfererze. Okay. Dann müssen wir natürlich auf jeden Fall erstmal diese 130 kriegen. Und Nebenquest wäre dann Edelsteine gegen Nadelholz. Ja gut, das ist jetzt nicht so wichtig, muss ich dazu sagen. Hauptquest. So, das möchte ich auf jeden Fall erstmal. Gut. Ich weiß, du bist müde. Ich wollte nur noch mal eben schnell was nachgucken mit der Kiste. Was war das denn? Das hier, ne? Haben wir 90 Kupfererz. Okay, und wir brauchen 40. Okay, also da müssen wir dann erstmal nicht gucken. Das ist schon mal gut. Dann lege ich mich erstmal schlafen. So. Und dann geht es jetzt frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk. Ich habe absolut keine Zeit. Geht das jetzt auch? Ja, tagsüber. Okay, das wollte ich nämlich wissen. Hier zeigt er mir jetzt überall ein Sternchen an. Wahrscheinlich, weil hier überall mal wieder welche gepflanzt werden. Also, wir müssen 130 auf jeden Fall kriegen. Ich will jetzt hier auch nicht überall alle Bäume wegmachen. Da unten liegt noch Totholz. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil wenn natürlich nichts mehr respawnt oder der Wald sich nicht regeneriert, so wie wir das nennen, dann haben wir nämlich ein Problem. So, das nehmen wir mit. Ach, das ist Smaragdholz. Okay. Gut, dann nehmen wir das. Da ist noch was, was ich noch einsammeln konnte. Ja, das ist das Problem, wenn die dann dahinter liegen. Aber ich glaube, die spawnen auch nicht. Oder das dauert wirklich sehr lange. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Weil das Holz im Wasser lag ja jetzt auch schon die ganze Zeit da. Achtung! Armes Reh, Baumfeld. Es läuft ja hier auch mitten in den Baum rein. So geht das doch nicht. So, nehmen wir hier unten mal ein bisschen was. Da nehmen wir noch einen, weil ein bisschen was brauchen wir jetzt noch. Was für ein...
Nadelholz, was auch immer. Das können wir aber machen. Das ist doch der gleiche Baum wie da drüber, hä? Oh ja, ist gut. Ich habe mich gerade voll erschrocken. So, okay, die Suppe hat jetzt aber nur die Hälfte wieder aufgefüllt. Da habe ich mich jetzt mal explizit drauf geachtet. Das ist natürlich nicht so gut. Ich meine, am einfachsten ist das natürlich dann aufgefüllt, wenn man schlafen geht. Aber was gut ist, dass das im Spiel nicht so gemacht ist, dass man unbedingt essen muss. Macht der hier überhaupt was? Der Baum wackelt irgendwie gar nicht, oder? Hallo? Hallo? Der macht gar nichts mit dem Baum irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay, der Riegel hat wenigstens auch die Hälfte jetzt gebracht. Ich nehme einfach mal hier den Baum. Ja, der wackelt nämlich. Also irgendwie war das jetzt ganz seltsam. Ich habe unheimlich viel Energie verloren, aber konnte den Baum irgendwie nicht fällen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Perfekt. Okay. So. Ach so, wir müssen dann aber das Kupferzeug, Kupfererz oder was das war, müssen wir mitnehmen. Jetzt ist der natürlich auch schon wieder fast am Schlafen. Oh. Komm, komm, komm. Nein. Oh Gott, das wollte ich natürlich nicht. So. Viel ist das jetzt nicht, was wir hier haben. Oh, lauf ein bisschen schneller, komm. Das hier meine ich, weil das da oben vor allen Dingen, das liegt auch immer noch da. Also entweder die spawnt es gar nicht, das wäre natürlich perfekt. Mit dir kann man, glaube ich, jetzt gerade nicht reden, oder? Hier habe ich das Holz für dich. Oh, nein, 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 wir wollen dir kein Holz geben. Wir wollen das Holz für die Dings benutzen. Wenn ich aber gerade schon mal hier bin, kann ich kurz nach unten gehen und die Hütte aufschließen. Oh, ich hoffe, dass wir das zeitlich noch schaffen mit dem Förster. Ach so, habe ich nicht in der Hand, Entschuldigung. Linksklick. Okay, verstehe. Hier haben wir auch noch Holz und so. Da haben wir was zu lesen. Gucken wir erstmal hier. So, Ackerböden Teil 1. Da haben wir die anderen Teile ja auch schon. Ah, perfekt. Und keinen Platz, die Sachen mitzunehmen. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, haben wir gerade so Platz für. Und ich, Idiot, ich hab... Och, nee, komm. Ich, Idiot, hab natürlich vergessen, das Kupfer mitzunehmen. Ach. Okay, aber sonst kann man hier nichts mehr... Was ist denn das hier überhaupt? Sonst kann man hier anscheinend nichts mehr machen. Ja, da müssen wir leider nochmal zurücklaufen. Das Werkzeug müsste ich dann erstmal wegtun. Ich denke, ich kann die Sachen dann bei mir erst benutzen. Oh nein, lass es nicht so spät werden, bitte. Ich muss noch zum Förster. Ich möchte das unbedingt noch in der heutigen Folge machen. Bitte, bitte. So, mal eben schnell speichern. Das habe ich mich fast vergessen. Und da ich leider sehr gebrandmarkt bin, was solche Sachen angeht, das, was ist denn das überhaupt? Erntekorb. Okay. Also, das ist alles für die Ernte. Das tun wir mal dahin. Die Leiter ist vielleicht für irgendwelche Obstbäume oder sowas. Also, das ist alles zum Ernten hier. Zum Wasserholen nehme ich an. Den Säbel, den tun wir einfach mal... Moment, das ist beides aber mit schwarzem Hintergrund. Kann das sein, dass das irgendwas zu bedeuten hat? Ich bin mir nicht sicher.
Eventuell ist das ein Hinweis darauf, dass man beides nur in der Höhle oder so benutzen kann. Es wäre zumindest dann logisch, weil ich den Rucksack nämlich nicht benutzen konnte. Oder nicht herausgefunden habe, wie ich den benutzen kann, wie auch immer. Oh nein, 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 wir haben schon 22 Uhr. Oh, sag mir bitte, dass der jetzt noch nicht schläft. Der soll zwar abends immer da unten sein, aber ich gehe schon mal direkt nach oben. Warte mal, von der Hütte hat er aber doch auch gesprochen. Mist. Da sollten wir doch auch irgendwas holen. Nicht? Das ist aber doch die Hütte, die bei ihm in der Nähe ist. Hä? Keine Ahnung. Okay. Hier haben wir übrigens einen kleinen Boost, wenn wir hier laufen auf der Straße. Zumindest wenn wir so schräg laufen, habe ich das Gefühl, sind wir ein bisschen schneller. Ja, doch so gerade auch. Oh, komm, komm, komm. Bitte nicht schlafen. Nein! Tu mir das nicht an! Und ich, Idiot, habe sowieso wieder das Kupfer vergessen. Oh, ich bin so blöd. Ja, ich würde jetzt mal sagen, also da ich bin zu doof irgendwie heute für diese Folge. Ich würde sagen, dass ich jetzt nochmal nach Hause laufe, das aber offline tun werde, dass ich mich dann schlafen lege. Und bevor ich mich schlafen lege, werde ich das Kupfer reintun. Und ja, euch dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.